Wir haben da die Aufzugsanzüge bei uns, das heißt, dass die Leute. Dürfte ich die mal. Tim Walter ist mein Name vom Ordnungsamt der Stadt Köln. Am gestrigen Donnerstag, den 4. Februar, wurde ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Eine englische 10-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder. Es wurde gestern entschieden, dass heute am Freitag, 5. Februar, entschärft und evakuiert wird. Derzeit läuft die Evakuierung durch das Ordnungsamt der Stadt Köln. Wir haben rund 5.900 betroffene Anwohnerinnen und Anwohner, die evakuiert werden müssen. Wir haben jetzt den ersten Klingelrundgang beendet. Gleich wird der zweite beginnen und danach wird dann der Kampfmittelbeseitigungsbeginn, die Kampfmittel zu entschärfen. Wir haben bisher 23 Krankentransporte. Wir haben mehr als 100 Personen hier in der Anlaufstelle in der Gesamtschule Rodenkirchen. Ich kann Ihnen aber noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen, wann die Entschärfung stattfinden wird. Ja, wie sieht das mit Corona-Patienten oder Kontaktpersonen aus? Wir haben bisher zwei Corona-positive Personen und vier Kontaktpersonen ersten Grades, das heißt sechs Personen, die insgesamt in Quarantäne sind. Die werden ganz am Ende mit Krankentransporten herausgeholt und separat hier an einem anderen Bereich an der Anlaufstelle untergebracht.